Hallo, liebe Videofreunde. Servus. Ja, wir sind heute mal unterwegs, wieder mal nach Frankfurt-Oder. Wie ihr seht, nicht im Wohnmobil, sondern heute nur kurze Stippvisite bei Herrn Mennisch. Wir wollen uns mal ein paar Wohnmobile anschauen und ja, vielleicht über Solar noch mal sprechen. Und da haben wir den Herrn Mennisch gefragt, ob er ein bisschen Zeit hat für uns heute. Und da hat er gesagt, ja. Und dann haben wir gesagt, das machen wir, weil wir auch immer gerne bei dem Herrn Mennisch sind, weil der auch eine sehr angenehme und lustige Art hat. Das tut uns immer auch irgendwie gut. Und mir sowieso nach 5 Wochen Altersheim und Krankenhaus, also muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich für jeden Ausflug dankbar. Aber ich habe mich doch sehr intensiv um meine Mutter gekümmert die letzten 5 Wochen und das hat aber auch was gebracht, Gott sei Dank. Es geht ja den Umständen entsprechend wesentlich besser. Allerdings hat sie halt eben auch Federn gelassen, ne? Und das ist ganz klar. Jeder Infekt, jede Krankheit in dem Zustand, in dem sie sich schon befindet, hinterlässt Spuren und ist dann immer nichts mehr so, wie es vorher war. Aber trotzdem, den Umständen entsprechend, geht es ihr etwas besser und wir werden uns jetzt am Wochenende auch mal wagen, 3-4 Tage am Stück wegzufahren. Wir wollen mal zur Havel-Oase, nach Brandenburg, da waren wir letztes Jahr schon. Und es hat uns gut gefallen. Und da wollen wir nochmal hinfahren, jetzt am Wochenende. Und mal ein bisschen ausspannen und vor allen Dingen auch mal für mich was anderes sehen, außer alte Menschen und kranke alte Menschen vor allen Dingen. Ja, es war sehr anstrengend die letzten 5 Wochen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich freue mich, dass es der Mutti besser geht. Und ja, was wir urlaubstechnisch machen, werden wir am Wochenende nochmal beratschlagen jetzt. So ganz genau wissen wir es noch nicht. Wir werden mal so 2, 3 verschiedene Pläne machen. Und jetzt fahren wir aber erstmal zum Herrn Wendisch und dann sehen wir uns später. Tschüssi! Hallo! So, wir sind jetzt in Frankfurt-Oder und sitzen im ersten Auto und haben auch schon den Herrn Lars Wendisch begrüßt, allerdings von Entfernung, weil der gute Mann kränkelt etwas heute, leider. Ja, wir sitzen jetzt in einem Ford Nugget. Ihr verzeiht, wenn ich jetzt die Sonnenbrille anziehe, weil es ist unheimlich hell draußen. Ich gucke auch gegen die Sonne. Entschuldigt bitte, aber ich muss die aufsetzen. Ohne geht's nicht. Wir sitzen in einem Ford Nugget. Dieser ist 4,97 Meter lang, 2,80 Meter hoch und hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,1 Tonnen. Und ich habe mir den von draußen vorhin schon mal ein bisschen angeguckt und fand den total putzig irgendwie. Also für so Wochenendtouren oder Kurzurlaube einwandfrei das Auto. Andere können vielleicht auch länger damit fahren, keine Ahnung. So, hier sitzen wir schon mal in der Dinette und den Tisch, den kann man natürlich ein bisschen weiter nach vorne verschieben. Dazu muss ich mal hier runterschauen. Ein bisschen hier nach vorne. Klappt das um. So. Dann kann man hier wunderbar dran sitzen. Da kann hier einer essen und einer da essen. Genug Platz. Wieder reingeschoben und während der Fahrt kann man das Ganze dann noch richtig zusammenklappen. So, jetzt stehe ich mal in dem Teil hier, in dem Autochen und ihr könnt mal sehen, ich bin jetzt nicht so klein, 1,72. Also hier ist relativ viel Höhe da, kommt ja auch daher, da man das Bett nachher noch ausklappt, da braucht man ja auch ein bisschen Raum. Also der ist sehr luftig hier oben. Großes Fenster. Rechts und links Fenster, auch mit Verdunkelung und mit Fliegengitter. Hier haben wir auch noch mal eine Lampe dort, eine Lampe. Und dann steht der Michael mal mit auf. Und dann zeige ich euch mal die Küche. Also jetzt stehen wir hier in der Küche. Hier haben wir
schön Platz für Gewürze etc., Küchenutensilien. Das finde ich ganz gut gemacht. Hier unten drunter ist ein Waschbecken. Das sieht jetzt nicht so schön aus, sage ich euch gleich. Das ist nicht geputzt. Der ist aber schon etwas gebraucht. Der hat schon 20.000 Kilometer drauf. Ja, also hier mit Abdeckplatte, Waschbecken unten drunter, Wasserhahn. Dann haben wir hier den Herd, zwei Flammenherd. Hier ist der Kühlschrank verbaut. Hat auch ganz gut Platz. Ich weiß gar nicht, steht da drin, wie viel Liter? 40 Liter hat er. 40 Liter. Und hier hat man auch überall also sehr viele kleine Fächer, so für Stauraum. Das zeigen wir euch nachher nochmal am besten von hinten. Wenn man hinter dem Auto steht, da sieht man das besser. Also man kann sich hier ganz gut drin bewegen. Hier auch nochmal ein Schränkchen mit Spiegel. Und hier haben wir auch nochmal einen Schrank. Also ziemlich viel Freiraum hier drin. Also finde ich ganz angenehm für die Größe von dem Auto. So, Michael zeigt euch jetzt mal den Aufbau vom Bett. Relativ einfach. Wir klappen das vor, ziehen dann die Matratze nach vorne. Einmal umklappen. Fertig. Hier gibt es eine Leiter, die hängt man hier ein. Zack, 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 hier drauf. Und die Leiter, die befindet sich in dem Schrank hier. Zeig ich mal, ich gehe mal hier von außen rum. Die kann man also nach innen drin aufmachen, die Tür, und da ist die Leiter dran und die hängt man dann hier ein und dann kann man hochkrabbeln. Michael, zeig es euch nochmal von oben, da ist sogar Froli-System mit eingebaut. Ja, und von der Länge her reicht der Platz allemal. Und ich denke, man schläft mit den Füßen da vorne. Sonst wird es eng mit dem Kopf. So, dann packen wir das Ding wieder zusammen. Na, pack mal zusammen. Fertig. So, hier ist nochmal Stauraum. Da ist jetzt die Thermomatte drin für die Scheibe. So, kurzer Wechsel, jetzt stehe ich wieder drin. Ja, die Schränke, die gehen jetzt natürlich noch hier aufzuklappen, aber ist ja egal, hier ist die Leiter drin. Das habt ihr ja vorhin gesehen. Also hier hat man jetzt nochmal relativ viel Stauraum in dem Schrank. Hier unten, vielleicht magst du die Kamera da noch mal reinhalten, ist auch relativ viel Stauraum. Dann hat man hier noch mal zwei Schränkchen. Da ist ein bisschen Technik noch drin. Und hier auch noch mal. Upsala. So, hier auch ein kleines Fach. Also Stauraum hat ja recht guten, muss man wirklich sagen. Ja, hier ist die Matratze, weil man kann nämlich für vorne, man kann vorne die Sitzecke auch nochmal für ein Kind auseinanderklappen. Da kann auch noch ein Kind schlafen. Das ist dann die Matratze, die da zugehört. Ja, und hier hat man dann jede Menge nochmal Stauraum drin. Also ein tiefes Fach. Jetzt haben wir aber nicht gefunden, wo die Toilette sein soll. Und die steht ja dabei, Dometic Chemie-Toilette. Entweder haben die sich verschrieben oder dann hier passt die auch nicht rein, wenn man die hier reinschieben würde. Oder die ist sehr klein, keine Ahnung. Also wir haben sie nicht gefunden und wir können uns auch nicht vorstellen, dass in dieses Fach
unter dem Herd und unter der Spüle ins Klo reinkommt. Keine Ahnung. Ja, also hier ist nochmal so eine Rolle. Das ist die Verdunklung für die Tür. Und dann wollte ich noch, hier haben wir auch nochmal schön Staubfächer hier unten, wo man Flaschen und so reinstellen kann. Also ist auch richtig gut. Dann haben wir einen 12 Volt Anschluss hier. Steckdose, hinten in der Küche auch noch eine Steckdose, vorne eine 12 Volt Anschluss. Und das Fenster hier, das ist, also aufschieben kann man das nicht, man kann das nur aufkippen, aber das ist ja eigentlich völlig ausreichend. Das sind auch schöne, das ist richtig Glas. So, Markise ist auch dran an dem Auto. Und ja, geht automatisch. So, aber die Markise muss man wahrscheinlich erst ausrollen und dann kann man die Tür aufmachen. Wenn die Tür auf ist, kommt man hier nicht ran. Ja, also das ist der kleine Ford Nugget. Ich finde, das ist ein total putziges Auto, den man für den Alltag verwenden kann und gleichzeitig schöne kleine Touren, Wochenendtouren oder kleine Urlaube machen kann. Also mir gefällt es recht gut, hat viele Staufächer. Was es nicht hat, man kann hinten keinen Gepäckträger anmachen, weil die Klappe nach oben geht von der Garage, also beziehungsweise die Hintertür. Und da ist aber eine Anhängerkupplung dran und da kann man dann einen Fahrradträger, könnte man da ranbauen. Also das ist auch möglich. Sehr schönes Auto, wie gesagt, für zwei Personen, für mich oder für uns, ne? Daumen nach oben.